Hey Leute, Crymax hier, was geht, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Wir sind gerade bei uns zu Hause, wir gehen jetzt mal nach Hause, beziehungsweise wir gehen jetzt mal rein ins Haus, denn Leute, müssen wir immer noch... Alter, auf, gut spielen, oh, Mann, nein. Kinder, ey, beruhigt euch, Alter, bitte. Du nervst mich, Alter. Ey, Max, mach das auf, hier ist der Worte weg, Mann. Ey, Paul Berger, auf rumzuschießen. Leute, ich dreh durch. Seit 3 Wochen passe ich hier auf den Sohn von Turan auf, weil Turan im Gefängnis ist, auf Chung, Leute, und ey, langsam dreh hier durch, Paul Berger. Ey, hört auf, hier rumzuschießen jetzt! Schluss jetzt, Kinder! Ey, Leute, ich halte das nicht mehr aus. Leute, wir müssen Turan im Gefängnis besuchen. Ich muss wissen, wann der rauskommt. Ich halte das nicht mehr aus, auf die zwei Wahnsinnigen aufzupassen. Max! Ja, ich will meine Playstation besuchen, Alter! Keine Spiel mehr Playstation! Nein! Chung! Alter! Jetzt reicht's, Chung! Du hast gerade mein Wohnzimmer gesprengt, jetzt reicht's. Alter, ich hab meine Playstation kaputt gemacht, mein Schnappes auf, Mann. Nein, Paul Berger, ich kann den nicht einfach rauswerfen, das ist der Sohn von Turan. Ich passe auf den auf, solange Turan im Gefängnis ist. Paul Berger, komm mal kurz hier an die Seite. Chung, warte kurz, ja? Ja, Paul Berger, komm her. Guck mal, Paul Berger, ich muss auf Chung aufpassen. Turan, sein Vater ist gerade im Gefängnis, du weißt doch, wie das ist. Ja, aber da hat doch so Leute Tempel und alles und dann kann er bestimmt Leute an mir aufpassen, ey. Ja, ich weiß, ich halte das auch langsam nicht mehr aus. Vor allem, der ist ja noch schlimmer als du. Okay, Paul Berger. Nein, meine Küche brennt, ey. Leute, der Junge dreht Kopf. Oh mein Gott, was geht so durch? Ja, gut. Paul Berger, hör mir jetzt zu. Du wirst jetzt noch auf Chung aufpassen. Heute. Du musst auf ihn aufpassen, weil ich fahre jetzt zu Turan und frag ihn mal, wann er aus dem Knast rauskommt, okay? Ja, bitte, mach das aber schnell! Okay, ey, Achtung, pass auf, was der macht. Der läuft schon wieder da hinten alleine rum. Ach du Scheiße. Ey, Leute, ich dreh hier durch. Was ist los, Paul Berger? Nicht durch, Chung, bei dich. Ach, Digga, ey, ich dreh hier durch. Der ist hinten in der Küche im Wohnzimmer. Ey, Leute, ich dreh hier wirklich durch, Alter. Ich meine, Paul Berger, mein kleiner Bruder, ist ja schon schlimm und hat einen Knacks. Aber der Sohn von Turan Chung, der ist ja mindestens mal noch genauso schlimm. Und zwei von denen... Leute, ich halte das nicht mehr aus. Wir werden jetzt mal ins Gefängnis fahren. Ich werde Turan besuchen im Gefängnis und werde ihn mal fragen, wann er endlich mal wieder aus dem Knast rauskommt. Das Ganze ist jetzt 3 Wochen her. Seit 3 Wochen muss ich mich um seine Mafia kümmern, führe da seine Gang, passe auf seinen Sohn auf und ist ja auch alles schön und gut, Leute. Turan ist mein bester Freund hier in GTA und das mache ich mit Liebe, aber langsam muss er mal wieder aus dem Knast rauskommen, ja? Wir müssen jetzt mal gucken, dass er wieder rauskommt. Deswegen würde ich sagen, Leute, ab zum Knast. Let's go! So, meine Freunde, wir sind jetzt hier gleich beim Gefängnis angekommen. So, okay, warte mal, wir müssen den jetzt mal hier suchen, dass wir Hallo, Officer, guten Tag. So, guten Tag, der Herr, was machen Sie denn hier mit Ihrem Lamborghini? Ich möchte einen Kollegen von mir besuchen, der ist hier Insasse, Besuchszeit. Bei Ihrem Auto kann ich mir das vorstellen. Ey, warum ist jeder, Lamborghini-Fahrer gleich, macht der was Illegales oder was? Ja, entspannen Sie sich doch, weil ein kleiner Scherz. Was soll denn das hier? Also, darf man hier kein Lamborghini mehr fahren als rechtmäßiger Bürger oder was? Zu wem wollen Sie denn, ne? Turan. Oh, das wird ganz kritisch, aber versuchen Sie Ihr Glück. Ja, heute ist doch Besuchstag. Okay, gut. Also, ey, Leute, der ist ja schon wieder komplett verrückt. Ey, er kann mir den Besuch nicht verbieten. Heute ist Besuchstag, ich darf heute mit Turan sprechen. So, wir fahren hier mal durch, Leute. Ich werde hier schon durchgelassen. Zack, zack. Wir wissen ja schon, wo es hier lang geht. Hier hinten rein. Officer. Ganz ruhig hier. Nee, wir sind nicht so schnell hier, oder? Ja, ja. Ich möchte Besuchstag bei Turan machen. Ja, kommst du mit? Also, heute ist Besuchszeit genau 5 Minuten. 5 Minuten nur? Ja, klar. Was haben Sie denn gedacht? Wo laufen Sie denn hin? Oh, hier geht's doch zu den Zellen. Ich kenne mich hier besser aus als der Typ, Alter. Okay. So, Sie haben genau 5 Minuten Zeit. Wen müssen Sie sprechen? Turan. Ich setze mich hier an den Tisch. Ich will mit Turan sprechen. Bringen Sie Turan raus. Hey. Da hinten ist er. Hi. Bitte Turans Zelle öffnen. Turans Zelle öffnen. Kommen Sie raus, Turan. Alter, Leute, ey, der Arme. Sie müssen die Tür nicht treten. Die ist offen. Ja, so setzen Sie sich hin. Ey, entspannen Sie sich. Sie haben heute Besuch. Was ist mein Weg? Mag, dass du hier rauskommst, sonst ist so ein Klickzeit. Weißt du was? Hey, entspannen Sie sich, ja. Das geht hier gerade. Turan hat einfach den Wärter umgehauen. Ach du Scheiße. Ey, Leute, ich glaube, Turan geht's hier nicht schlecht im Gefängnis. Ich glaube, der hat das gesamte Gefängnis hier wieder geschmiert. Turan, was geht? Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, ging gut. Noch ein bisschen. Scheiße, zu lange hier schon. Ja, ey, Turan, guck mal.
Warte mal, lass dich erstmal hier richtig begrüßen, Alter. Nee, was geht ab, Luda? So, erstmal hier richtig Hand geben, wie sich das gehört. Ja. Ey, Tuan, hör mal zu, ne? Du bist ja wirklich, du bist wie ein Bruder für mich, ja? Und das soll gar nicht falsch rüberkommen. Ganz kurz? Ja, ja. Na! Ey, der hat uns beobachtet, der Typ, Alter. So, lieben gelöst. Okay, sehr gut. Okay, ja. Also, Tuan, wie gesagt, du bist wie ein Bruder für mich und ich helfe dir auch immer gerne. Aber du bist jetzt hier schon 3 Wochen im Knast. Ich krieg das langsam nicht mehr hin, mich um deine Mafia zu kümmern, mich um Chung zu kümmern. Der dreht komplett durch zu Hause. Wann kommst denn du wieder raus aus dem Gefängnis? Der Junge braucht seinen Vater. Ja, ja, der Chung ist schon erwachsen fast. Ne? Er ist 3 Jahre alt. Ja, bei mir. 3 Jahre und ich bin ausgezogen. Wow, okay. Also, ich muss noch ein paar Tage hier bleiben. Ich muss hier noch ein wichtiges Deal über die Binde bringen. Ich muss dafür im Knast drin sein. Okay. Und wann? Aber Max. Ja? Ich hab dich dafür ausgebildet. Max. Ja. Hier, ein Zettel. Hier, warte, bevor der... Achtung, Tuan hat mir einen Zettel zugesteckt. Ja. Sie haben schon wieder jemanden abgestochen, Tuan. Das ist das letzte Mal. Nein, ich bin beobachtet. Das reicht jetzt hier. Sie bleiben jetzt ruhig, sonst würden wir unseren Deal nicht machen können. Ich glaube, das ist der Gefängnisdirektor. Okay, kein Problem. Ich rufe meine Bank an. Die Überweisung wird ab sofort gestoppt. Alles Gute. Sie können weiterhin überweisen, aber lassen Sie meine Männer, okay? Dann sagen Sie, wir sollen die ganze Liebe beobachten. Los! Ich hab Leben! Ich muss leben! Raus! Nein, das geht so nicht weiter. Sie kommen jetzt sofort raus. Wie? Sofort raus! Ist Besuchszeit jetzt schon vorbei oder was? Ich hab gesagt, du sollst leben! Hey, Tuan, nein, Tuan, lass ihn am Leben! Nein! Tuan, hör auf, Tuan! Du willst auf den Direktor gehen, nein! Tuan, mach's nicht! Nein! Sei Flo! Das macht mich zurückhaltend! Sei Flo! Tuan, hör mir zu! Hör mir zu! Sofort ins Gefängnis! Hör jetzt auf den Direktor, du musst wieder aus dem Knast rauskommen! Max, ich lese all meine Bankdaten sind lauf! Okay. Du kannst alle benutzen, mein Tablet, mein Fahrzeug, meine Waffen, hol dir alles! Okay, Tuan, bis später oder bis demnächst! Ey, Leute, ach du Scheiße! Ey, Tuan, der hat hier wirklich wieder das gesamte Gefängnis geschmiert, aber die Besuchszeit ist jetzt schon wieder vorbei und er hat mir einfach einen Zettel zugesteckt, Leute. Und das sind einfach die ganzen Bankdaten, so seine Sicherheitswörter, Passwörter, alles ist da drauf. Ja, ey, Direktor, ich weiß, wie es hier rausgeht. Ja, Verlassen Sie sofort das Gelände. Ja, ich hau doch schon ab, Alter. Das bedeutet aber, Leute, wir dürfen einfach den Tempel von Tuan benutzen, wir dürfen all seine Autos und Fahrzeuge benutzen und wir dürfen seine ganzen Konten und Geld und so weiter benutzen. Okay, das ist ziemlich cool, weil Tuan ist halt einfach Multimilliardär. Aber Leute, es dauert einfach immer noch ein paar Tage, bis er wirklich aus dem Gefängnis rauskommt. Und so lange müssen wir uns immer noch um Chung, seinen Sohn, kümmern und um seine Geschäfte, ey. Aber warte mal, ich muss mal lesen, was hier auf dem Zettel draufsteht, den er mir gegeben hat. Ey, Leute, schaut euch das mal an. Den Zettel hat Tuan mir zugesteckt. Ey, da stehen einfach wirklich seine ganzen Kontodaten drauf. Und da steht sogar noch was drauf. Und zwar, ich soll noch Schutzgeld eintreiben die Woche. Und ich soll etwas klären mit den mexikanischen Mafia. Ey, Leute, die mexikanische Mafia, das ist die krankeste Mafia hier. Ey, Alter, ich weiß nicht, Leute, ob ich das alleine machen kann. Ich meine, vor Touren haben alle Respekt, aber vor mir? Egal, wir fahren jetzt erstmal in die Stadt, Leute. Als erstes müssen wir mal wieder nach Hause gehen. Nicht, dass Paul Berger und Chung hier wirklich wieder die ganze Bude auseinandergenommen haben. Leute, Abfahrt, let's go. So, Leute, aber bevor wir nach Hause gehen, fahren wir erstmal bei Tuan Sample vorbei, weil ich darf jetzt all seine Autos benutzen. Ey, das ist zu ne... Nein, das wird er nicht gemacht. Hey, warte mal, da reden zwei Leute. Was ist das denn? Tun schon zu lange weg, mein Onkel. Ich werde den Laden wie ein Taco Bell essen. Hast du mich verstanden? Das ist gar nicht essen, ne? Das ist einer von der mexikanischen Mafia. Wir werden sehen, ja, wir werden sehen. Ey, du Kleiner, geh aus dem Weg, Mann. Oh, hey! Aua, ey, was soll die Scheiße? Verzieh dich! Das ist einer von der mexikanischen Mafia. Wir werden sehen. Ey, warum hat der mir direkt einen reingehauen, Alter? Entschuldigung, wer sind Sie denn? Hallo, ich bin Max. Ich bin der... Die letzte Hand von Ton. Ah, okay. Ey, ich war gerade bei deinem Boss bei Tuan im Gefängnis. Er hat gesagt, ich darf all die Fahrzeuge, all sein Geld und so benutzen, solange er im Gefängnis ist. Alles vorbereitet für dich hier. Ah, okay, sehr gut, danke dir. Noch eine Frage, was war das hier gerade mit diesem mexikanischen Mafia-Typen? Was wollte der? Das sind die neue Kartelle von den Mexikanern, das ist eine neue Generation. Die Macke wollen übernehmen Stadt. Tuan habe immer Angst gehabt für Tuan, aber Scheiße, Tuan jetzt bald Wochen für Straße weg ist, die sind müde geworden. Mutig. Scheiße, ey, Tuan muss echt wieder aus dem Gefängnis rauskommen, sonst drehen die hier durch die anderen Gangs, Alter. Na gut, Alter, okay. Du Hilfe brauchen bei Aufgabe. Ja. Nicht anrufen. Mein Nummer ist 666666. Okay, dankeschön, Xing Lau. Ich werde mich bei dir melden, wenn ich Hilfe brauche. Ey, Leute, wir dürfen uns jetzt hier jedes Auto von... Ey, ich habe eine gute Idee. Xing Lau. Hey. Ich bin ja jetzt quasi dein Boss, solange Tuan nicht da ist, ne? Richtig, Max Han. Okay, dann würde ich sagen, fahr mich mal bitte mit dem Maybach hier zu mir nach Hause.
Natürlich, kein Problem. Leute, jetzt haben wir quasi unseren eigenen Handlanger, solange Tuan im Gefängnis ist. Das hat schon seine Vorteile, so Tuan zu sein. Ey, Leute, wir werden hier einfach in einem Maybach rumchauffiert. Sehr nice. Okay, dann Singlau, einmal bitte zu mir nach Hause. Natürlich, Max Han, wir sind angekommen. Sehr gut, danke schön, Singlau, Singlau, hier einmal bitte reinfahren. Sie können mich hier absetzen, Sie können mich hier absetzen. Ja. So, Singlau, noch eine Sache, und zwar, ich muss gleich noch Schutzgeld eintreiben für Touren. Komm ich mal wieder so in einer Stunde circa abholen, okay? Eine Stunde, kein Problem. Okay. Ich weiß, lang, ich komm, Papi, komm mal. Tschüss. Ey, Leute, so nice. Wir haben einen eigenen Chauffeur, aber jetzt erstmal schnell nach Hause und gucken, dass die Kinder nicht irgendeine Scheiße bauen, bevor wir weitermachen. Wie gesagt, wir müssen für Touren heute noch Schutzgeld eintreiben und da müssen wir noch was mit dieser mexikanischen Mafia erklären, weil die wollen hier irgendwie Touren vom Thron stoßen. Und das lasse ich natürlich nicht zu. Jetzt aber schnell rein hier, ey. Ich hoffe, die Kinder haben nicht die ganze Bude abgefackelt. Hombre, hä? Ey, was wollt ihr hier? Oh, wie, was wollen wir hier, hä? Was du machen bei Tuan, hä? Ey, was soll die Scheiße? Was hab ich euch denn getan? Warst du gerade bei uns? Warst du gerade da? Ey, was soll die Scheiße? Warst du gerade da? Au, ey, auf mich! Oh Gott, Alter. Was hast du mit Tuan zu tun, hä? In die Garage reingehen. Ey, nein, nicht in die... Ey, Leute, ich tue mich meine eigene Garage mehr, nicht in die Garage. Ach du Scheiße. Ich hab... Was hast du mit Tuan zu tun, hä? Ey, Tuan ist nur ein Freund von mir. Ich hab gar nichts gemacht. Dreh zu mir, bin ich ein Freund. Aua, ey, die verprügeln mich. Aua, ey, was soll die Scheiße? Hast du Informationen, hä? Wer seid ihr? Was gesagt? Oh, Alter, seid ihr von mexikanischer Mafia oder was? Ah, warte mal. Ich geh in seine Tasche, wir gucken mal, was der so hat. Ey, ich hab gar nichts. Ich hab gar nichts gemacht. Ey, nein, ich hab gar nichts. Nein, Leute, er hat den Notizblock von Tuan gefunden. Nein. Guck mal. Nein. Scheiße, Mexikaner, Walter? Nein, oh, er hat die Notiz gelesen mit den Mexikanern. Oh, Leute, Scheiße. Scheiße, ey, Leute, wir müssen hier raus. Wir haben seine Bank. Nein, die haben die Bankdaten von Tuan. Scheiße, Leute, ich muss die schnappen. Okay, wir machen das jetzt in Tuan-Stil, Leute. So, und zwar niemals mit Tuan anlegen! Wow. Nein, Alter, der eine hat gepanzert, das Auto entkommen. Ey, Leute, wir müssen schnell hinterher. Nein. Singlau. Oh mein Gott, ich muss Singlau anrufen. Warte, Handy raus. Warte. Nummer wählen. Singlau. Hi, Puss. Komm schnell. Komm. Bis gleich. Ach du Scheiße, Leute, der eine haut ab, Mann. Das war ein gelber Audi RS6. Und das Problem ist, Leute, er hat noch die Bankdaten von Tuan. Schnell. Ey, hast was du... Los, fahr. Okay, komm rein. Hast du hier einen gelben Audi R6 gerade gesehen irgendwo? Vorbeigefallen bei mir. Ja. Los, schnell hinterher. Ey, die haben die Bankdaten von Boss, die haben Bankdaten von Tuan. Wir müssen schnell... Fahr mich zu den Mexikanern, los! Jawohl. Ach du Scheiße, Leute, ey, wenn die ganzen Konten von Tuan leerräumen, weil ganz ehrlich, Leute, Mafia-Boss hin oder her, ohne Geld hat man keine Macht, Leute, als Mafia-Boss. Ey, da vorne fährt der, schnell, komm, bleib an ihm dran. Wo fährt der denn? Ich hab Waffen dabei, ja. Ey, nein, wir sind hier im Mexikaner-Ganggebiet. Fahr hier ein Stück weiter geradeaus, Wir können von hier angreifen, Boss. Hier ja, genau, okay, Singlau, warte, komm mit, du musst mir helfen. Kannst du auch gut mit Waffen umgehen? Bestimmt, ne? Natürlich. Okay, warte mal, kannst du noch den Kofferraum aufmachen? Tuan hat doch immer Minigun im Kofferraum. Ja, sehr gut, Leute. Wir müssen jetzt hier die mexikanische Mafia stürmen. Mach auf. Hier. Oh, sehr gut. Oh mein Gott, Leute. Jetzt regeln wir das im Tuan-Style. Okay, Xinglau, komm mit raus. Ich will vorne Ecke machen. Mach alle von vorne kaputt. Nein, noch nicht angreifen. Komm mit, du läufst mit mir rein. Ich werde das jetzt, wie Tuan das machen würde ich das regeln. So, komm mit. Let's go. So, warte mal, da vorne ist er. Ey, hier, Mexikaner. So, hör mir mal zu. Ey, okay, er haut schon wieder ab. Gut. Ich will den verfolgen, ey. Komm mal, hier kommt den. Er will abhauen. Oh, du wirst angegriffen. Singlau. So, Bruder. Ach du Scheiße, oh mein Gott, wie viele sind das hier? Oh Gott. Singlau, du musst mich stecken. Du musst deinen Boss beschützen. Ich will den verfolgen. Scheiße, ich wurde über den Haufen gefahren. Nein, verfolg ihn! Ach du Scheiße. Verfolg ihn, Nicole, snap ihn mir, Boss! Ey, Leute, Alter, sein Auto ist so krass gepanzert! Los! Ich hab ihn gebettet, Boss! Oh mein Gott, er ist gleich kaputt! Halt ihn auf, Singlau! Ich kümmere mich um die anderen! Okay, jetzt reicht's mir, okay, jetzt Tuan-Style! Wir regeln das jetzt hier Tuan-Style! Mein Autoblende! Wo ist der Typ? Nein, ist der abgehauen oder was? Ich sehe nicht mehr. Liege hier, Hill! Ah, ja!
Oh mein Gott, Leute. Ey, Leute, nein, 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 nein. Singlau, helf mir, die alle loszuwerden. Oh mein Gott, ich wurde mies getroffen. Ey, das sind so viele hier, diese mexikanische Gang. Die sind richtig mächtig, Alter. Okay, fast geschafft. Wo ist der Boss? Wo ist der Boss? Hier, ein Boss. Getroffen. Nein, 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 Singlau, Singlau. Scheiße, scheiße. Ich hab ihn. Nein, Singlau. Nein, 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 nein. Nein. Warte. Singlau, Singlau. Bleib bei mir. Okay, sie Verschwindung. Scheiße. Egal, verschwinden sie. Okay, okay, ich werde abhauen. Ey, Singlau, ich hoffe... Komm, Polizei. Ich hoffe, er wird es schaffen, Leute. Die Polizei kommt auch, aber erstmal muss ich mich hier um den Typen kümmern. So, warte, wo ist der Notizblock? Wo hast du den Notizblock? In meiner Hand. So, okay. Ich werde es dir leicht machen. Ich werde dir den Abschied leicht machen. Okay, Leute, wir haben uns um ihn gekümmert. Aber nein, oh mein Gott, die kommen schon. Krankenwagen, Polizei und so. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Singlau, Singlau, komm mit, komm mit. Marcel, hinter unserem Mercedes. Ach, okay, okay, zu dem Mercedes. Okay, schnell, 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 schnell. Hey, Leute, wir müssen hier schnell weg. Wir haben jetzt schon 5 Sterne hier bekommen. Meine Fuß. Scheiße, scheiße, da hinten kommt Polizei. Singlau. Sie sofort stehen, sofort. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, Singlau. Halte durch, ich bring dich ins Krankenhaus. Du wirst überleben. Geh weg, geh weg, ich kümmere mich um alle. Nein. Die kalte Gau, wir kaufen die Zeit. Oh mein Gott, Leute, Singlau, größter Ehrenmann. Er opfert sich für seinen Boss auf. Halte durch. Niemals, wir klicken, niemals wird der Climax anlegen. Ach du Scheiße, ey, Leute, er ist wirklich Ehrenmann. Er hält die Polizei auf, dass ich gut abhauen kann. Nein, ich glaube, ey, Singlau hat's erwischt, Alter. Scheiße, Mann, er ist echt ein treuer Kompagnon gewesen von Touren. Aber wir haben immer noch 5 Sterne, Leute. Wir müssen die hier in den Maybach abschütteln. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott. Ey, das ist zu krass. Also wirklich, wenn man Mafia-Boss hier ist in der Stadt und Turings Geschäft übernimmt, das ist zu krass. Aber wir haben die mexikanische Mafia, ich würde sagen, ausgelöscht. Jetzt muss ich aber erstmal kurz die Bullen loswerden, Leute. Let's go. Ey, okay, Leute, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, nein, da fährt noch ein Streifenwagen. Ey, die Polizei, die ist hier richtig, die sucht mich in der ganzen Stadt. Aber die 5 Sterne sind zumindest weg. Das ist schon mal gut. Leute, aber das Problem ist, wir haben noch nicht mal Feierabend. Das war's noch nicht mal. Und zwar auf Tourens Liste steht ja immer noch Schutzgeld eintreiben. Oh Gott, da ist Polizei. So, wir fahren mal in die andere Richtung. Wir müssen ja immer noch bei so einem Supermarkt Schutzgeld eintreiben gehen. Und zwar bei Digital Dan steht da. Der hat den Monat noch nicht gezahlt an Touren. Deswegen fahren wir da jetzt mal hin und werden für den Ehrenbruder Touren natürlich mal sein Geld eintreiben. Wir sind hier sogar schon ganz in der Nähe von Digital Dan. Das ist so ein Technikladen. So, dann wollen wir doch mal sehen, was der da zu sagen hat. Warum der diesen Monat noch nicht gezahlt hat an Touren. So, das müsste hier sein, genau. Okay, dann parken wir mal hier direkt den Maybach vor der Tür, damit der direkt weiß, was abgeht. Leute, ich werde es mir mal nicht anmerken lassen. Ich werde erstmal so normaler Kunde sein und werde ihn mal so ein bisschen, werde mal so ausfragen. Guten Tag, hallo. Guten Tag, wie kann ich Ihnen weiterrufen? Ich bin auf der Suche nach einer neuen Kamera. Können Sie mir da was empfehlen? Ja, natürlich, ich hole Ihnen sofort eine. So, okay. So, Leute, wisst ihr was, ich werde das jetzt ganz, ganz souverän machen. Ich werde erstmal fragen, wie sein Geschäft so läuft. Und wenn er sagt, dass es gut läuft, dann frage ich mich, warum da noch keine Umsätze kam. So, da schauen Sie mal. Sehr das gut. Ist oh, das neue Alter. Modell. Oh, stark. Ganz frisch rausgekommen. Ja, jetzt wo die Kamera so frisch rausgekommen ist, das Geschäft läuft bestimmt sehr gut, ne, mit den Kameras? Ich sag Ihnen ehrlich, wirklich, ich bin sehr zufrieden. Ach, so gut wie noch nie läuft. Geben Sie mir mal bitte die Kamera rüber, ich nehme die mal ab. Ja, dann bitteschön. So, oh, das ist ja wirklich eine schöne Kamera, ja? Ja. Es wäre doch, gerne einen Testfoto machen, es wär doch sehr, sehr schade, wenn die Kamera mir runterfallen würde, oder? Was? Nennen Sie, komm! So. Sag mal. So, du Stück Scheiße, Alter. So, das Geschäft läuft besser denn je, hä? Das Geschäft läuft gut. Dann frage ich mich, warum Touren den Monat noch kein Schutzgeld bekommen hat. Sie sehen gar nicht aus wie einer von Touren. Ja, ich sehe nicht so aus wie einer von Touren. Ich bin aber sein Homie, Alter. Und solange Touren im Knast sitzt, zahlst du trotzdem Schutzgeld an Touren. Haben wir uns verstanden? Ja, natürlich. So, dann geh jetzt an die Kasse und hol mir das Geld für den Monat, bevor ich mich hier vergesse. Ja. Leute, ich glaube, wir sind geboren für dieses Mafia-Geschäft. Seid ehrlich, mach ich gut, oder? So, her mit dem Geld, Junge. Geht doch. Sie ruinieren mich. So, geht doch. Warum Sie? Ich hasse Verbrecher. So, Sie hassen Verbrecher, ist mir egal. Nächsten Monat wieder pünktlich, haben wir uns verstanden. Ja, so. Okay. Gut, Leute, haben wir auch wieder geschafft, für Touren das Geld eingetrieben. Aber, meine Freunde, dann würde ich sagen, wir machen für heute Feierabend. Wir haben es geschafft. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Ich hoffe, die Kids, Paul Berger und Chung, haben sich da mal beruhigt. Und ich hoffe, dass Touren bald wieder aus dem Knast rauskommt, weil, Leute, das ist echt anstrengend, Mafia-Boss zu sein. Und sind wir mal ehrlich, niemand kann das so gut wie Touren. Lasst jetzt natürlich immer ein Like und ein Abo da, meine Freunde. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crimex.